Wünschte glauben. Ich freue mich. Also 144.000 Abonnementen haben wir nur. Und wir haben die 147. Sendung, Ausgabe der aktuellen Kamera. Liebe Abonnementen, ich bedanke mich im Namen des kleinen Fernsehkollektivs und kann den Abend eröffnen, 19 Uhr, mit den Worten des wunderbaren Juri Bräsan, sorbischer Nationaldichter. Bei Sorben darf man von Nation sprechen. Bei Deutschen wird das schon schwieriger. Also, was hat der Juri gesagt? Der hat den schönen Satz gesagt: Da die Macht keine Vernunft kennt, hat die Vernunft keine Macht. Und damit ganz herzlich willkommen, schönen Sonntagabend zur 147. aktuellen Kamera. Jawohl! Fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren, denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara irgendwie verlieren. Vielleicht kommt der Elefant, oh Schreck, schnappt meine Clara mir weg. Und dann fahr ich ohne Clara aus der Sahara ganz allein zu Haus zurück. Herrlich, oder? Etwas abgewandelt. Aber Sie haben es ja mitbekommen, ne? Viele haben erst gedacht, naja, die spinnen und wer weiß, ob das alles stimmt. Der Staub wurde ja aufgewirbelt, ne? Wir haben es ja gesehen, der Sahara-Staub. Und warum? Weil die Elefanten in Afrika getrampelt haben, wie die Verrückten. Ja? Die haben also die Dörfer zertrampelt, die Ernten zertrampelt. Und durch das Getrample der 20.000 Elefanten ist der Sahara-Staub aufgewirbelt und zu uns gekommen. Diese Elefanten bekommen, wenn sie hier eingebürgert werden, natürlich als erstes Bürgergeld, also Elefantenbürgergeld. Und sie bekommen natürlich auch beim Blauen Wunder eine eigene Elefantenspur, also nicht nur für Radfahrer, sondern auch damit die Elefanten sich hier heimisch fühlen. Und ganz wichtig, das A und O, die Willkommenskultur für unsere Elefanten. Dörre! Wunderbar. Jetzt werden Sie fragen, wie kommt denn der auf die Idee, hier die Elefanten einbürgern zu wollen? Na ganz einfach, die deutsche Umweltministerin, die Steffi, hat gesagt, also so kann man nie umgehen mit den Elefanten in Afrika, die brauchen Artenschutz. Und da hat der Präsident von Botswana gesagt, können wir gerne haben, sie soll sich mal angucken, wie die hier die Ernten zertrampeln und auch die Dörfer heimsuchen, ja, weil es jetzt zu viele gibt von den Elefanten. Und deswegen und da damit hat er gesagt, ihr könnt sie euch abholen. Ich denke, man darf das gar nicht zu laut sagen. Die Fregatte Hessen ist schon auf dem Wege ans Kap der guten Hoffnung. Von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Was man sehr gut machen kann aus Elefantenledervorhaut, schöne Handtaschen. Ja, also natürlich jetzt nicht für männliche und weibliche. Nein, das bekommt nur eine ganz spezielle Spezies. Und zwar diverse, ja. Vielleicht kann man ja auch Marion Ackermann, ja. Oh, Entschuldigung, habe ich Ackermann gesagt? Ackerfrau. Auch falsch. Ist völlig falsch gegendert. Hier steht es ja auch noch. Gender? Gender vergessen. Die Ackernde, so muss man sagen, das ist die richtige Form, die Ansprechform für die Ackernde. Die hat sich zum Ziel gesetzt, unbedingt herausfinden zu wollen, wie das Elfenbein im 16. Jahrhundert nach Sachsen kam. Das muss noch geklärt werden. Naja, ich bin dafür, dass wir nicht nur erforschen, wie das Elfenbein nach Sachsen kam, sondern auch Elfenarm. Ja? Und vielleicht können wir ja auch tauschen. Wisst ihr, nehmen wir die Ackermann, schaffen die nach Afrika und dafür nehmen wir die ganzen Elefanten. Ja, überhaupt kein Problem. Also, alles rein, was Beine hat. Elefanten, Hyänen, alles, alles her. Damit Sie auch merken, wie sehr und wie tiefgründig wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, hier steht's: Ragout-Rezept gegen Kaninchenplage. Ja, da hat in Frankreich der Bürgermeister gesagt, weil er festgestellt hat, dort im Distrikt gibt es eine Landplage mit Kaninchen. Und da hat er empfohlen,
Naja, dann mach doch ein schönes Kaninchenrezept. Hat er gleich mit ausgeliefert. Und warum nicht auch für Elefanten? Also Elefantenragout ist was ganz, ganz Feines. Und so ein schönes Elefantenschnitzel, da würde ich sagen, die Pfanne reicht gar nicht aus. Ein glänzendes Ergebnis. Und während Villa Bajo noch schrubbt, wird in Villa Riva schon gefeiert. So große Pfannen gibt's hier noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, schreiben Sie uns doch gerne mal, haben Sie schon mal Elefant gegessen? Manche haben ja auch Schlange schon und Krokodil. Ja, ja, alles hierher. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den ersten und auch den zweiten Lockdown? Das klingt so fast niedlich, fast verharmlosend, ja? Früher hätte man gesagt, es klingt ein bisschen schwül, ne? Ich war im Lockdown. Ach Gott, was hast du denn da gemacht? Homeoffice. Ach Gott, ja. Nee, Leute. Das deutsche Wort war, wir waren eingesperrt. Halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren. Die schönen Stunden mit dir dürfen nie zu Ende gehen. Falls Sie sich fragen, was hat das jetzt mit uns zu tun, der Lockdown? Man arbeitet ja bereits am nächsten. Können Sie sagen, das haben Sie in der aktuellen Kamera schon erfahren, in der Ausgabe Nummer 147. Denn die WHO, also nicht die Welt-Honecker-Läden, sondern die Weltgesundheitsorganisation, arbeitet ja schon daran, den weltweiten Lockdown auszurufen. In Sibirien sind ja die Permafrostböden schon aufgetaut, und zwar permanent. Und dort werden Viren freigelassen. Und diese Viren kommen auf allen Vieren hier jetzt zu uns. Sie sind schon unterwegs. Ja, und wenn sie Klabauterbach erreicht haben, ich kann da nur warnen. So wird's kommen. Und die Deutschen, die winken das durch, werden sie sehen. Dann kann man ja sagen, ja, wir hatten ja eine internationale Pandemie, internationalen Ausmaßes. Mal sehen, was dann alles für Worte erfunden werden. Ja, dann bleiben wir eben alle zu Hause. Genau. Revolution! Daheim. Und der Weltuntergang wird dann übertragen auf Weltuntergangs-TV. Total herrlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wir leben dann in der Erinnerungskultur. Ach, herrlich, wie schön es mal hier war. Und jetzt tun alle so, als hätten sie nichts damit zu tun gehabt. Das ist für mich der eigentliche Skandal. Sie gehen auf die Straße, ja, gegen Deportationen, gegen angeblich, was die AfD gemacht hat. Nichts davon ist bewiesen, aber das, wo sie selber ihren Arsch nie hätten retten können, das wird wegge... War da irgendwas? Nee, ach, ja. Also das ist auch, Entschuldigung, leider typisch deutsch. Ja? Wenn die Deutschen eine Revolution anzetteln wollen, wie sagte schon Lenin, dann lösen sie erstmal eine Bahnsteigkarte. Genau. So wie am 4. November 89, da hat man sich ja auch die Revolution genehmigen lassen auf dem Alexanderplatz. Die war ja angemeldet. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Christoph Hein ist 80 geworden. Und das war so bedeutend, das Ereignis. Ich meine, man wird ja nie jeden Tag 80. Deswegen durfte er nicht selber das Interview geben im Mitteldeutschen Rundfunk in der Abteilung Kultur, sondern es wurde über ihn berichtet. Herrlich. Berichtet. Berichtigt ist auch nicht schlecht. Ja, aber auch das steckt er weg. Herzlichen Glückwunsch für Christoph Hein. Das haben Sie doch mitbekommen, oder? Natürlich, die Bundesregierung hat doch jetzt gefordert, dass alle Länder mindestens 2% ihrer Flächen ausweisen müssen und hergeben für erneuerbare Energien. Das Einzige, was noch übrig blieb in Sachsen, war das gesunde Erzgebirge. Das ist kein Quatsch. Und da haben sie sich gesagt, na ja, da muss eben die gesunde Natur weichen, damit das Klima gerettet wird. Also Umweltschutz durch Umweltzerstörung. Ja, in der Gegend bei Boggau. Dort sollen riesige Windräder aufgestellt werden. Das ist das, was der Michi Kretschmer ja angekündigt hat. Ne? Also wir brauchen keinen Wald mehr, sondern Windräder. Wir haben dann einen Windradwald. Sie sind verrückt. Und deswegen bin ich ganz stolz, weil in der Gegend um Eibenstock, in der Gegend von Boggau,
hat man eine Bürgerinitiative innerhalb von einer Woche gestartet und die haben 1400 Unterschriften zusammenbekommen, um gegen diesen Wahnsinn noch vorzugehen. Das Erzgebirge ist derartig gebeutelt worden, alleine durch den Strukturwandel nach der Kehre. Wie viele Leute haben ihren Arbeitsplatz verloren? Ja, dann haben sie festgestellt, Mensch, das Erzgebirge ist da eigentlich eine schöne Gegend, um Urlaub zu machen. Jetzt hat man investiert, investiert muss man sagen, in die Infrastruktur, hier, dass man Urlaubsland wird. Und jetzt sagen die, nee, das kann nicht sein. Urlaubsland, da werden wir denen aber die Suppe versalzen. Die Dinger sollen höher werden als der Fernsehturm. Die sind verrückt. Also stoppt die Grünen und singt immer bei jeder Protestaktion. Halt die Welt an, stopp die Windräder im Erzgebirge. Nee, also unsere Solidarität, unsere Anteilnahme ist mit dem Erzgebirge. Ja, wir wollen keine Windräder. Wir machen selber genug Wind. Erinnert sich noch jemand, Gold gab ich für Eisen? Richtig. Und jetzt kann man fast sagen, und Elefanten für Windräder? Ja, das ist nicht ausgedacht. In der DDR gab es zum Beispiel Bleistifte für Kuba, Milch für Chile, Allende, Brillen für Nicaragua und jetzt eben Elefanten für Deutschland. Hoch die internationale Solidarität. Genau, Inder, die fehlen nur noch. In der Wirtschaft. Mein lieber Freund, der Peter Sodann. Ja, Peterchens Mondfahrt, wieso muss ich daran denken? Mein lieber Freund, der Peter ist von uns gegangen. Oder wie man im christlichen Abendland sagt, abberufen. Es ist wieder einer von den Alten, unwiederbringlich weg. Einer von denen, die noch zu unterscheiden wussten, was wirklich wichtig ist im Leben und worum es geht. Tiefe, Mitgefühl, immer einmischen, ein Querulant im allerbesten Sinne, der sich nie etwas hat gefallen lassen, unbequem war, störrisch regelrecht, schwierig gar, der in der DDR im Knast gesessen hat, mit der Obrigkeit in Konflikt geriet und das auch noch in der BRD. Viele haben ja gedacht, also von den neuen Machthabern, naja, wenn wir uns die Dissidenten von damals holen, da können wir sicher sein, gegen das System werden sie nicht schießen. Da waren sie beim Peter an der falschen Adresse. Denn auch weil er vielleicht wusste, dass er nie eine Chance haben würde, hat er sich aus Trotz aufstellen lassen in der Wahl zum Bundespräsidenten 2009 für die Linken. Als das der Mitteldeutsche Rundfunk erfuhr, hat man ihn sofort, ja, vor die Tür gesetzt und hat gesagt, das geht gar nicht, das ist ja politische Einflussnahme. Jetzt, Entschuldigung, wenn ich das höre, von Robert Habeck werden die Bücher verfilmt und Detlef Buck hat einen Film daraus gemacht. Also so viel von der Verquickung zwischen Politik und Kultur. Das war nie eine glückliche Allianz. Und was mir imponiert hat, dass man ihn abserviert hat, das hat er quittiert mit einem Lächeln. Und er hat jeden, auch der es nicht hören wollte, seine Meinung ins Gesicht gesagt. Das war kein Blender. Der hat nicht taktiert. Er war unbequem im alten System und unbequem im neuen. Der war immer geradlinig. Wenn ich mir heute die Bild-Zeitung anschaue, die dann schreibt, der Star, der immer lächelte, ja, der hat es vor Gram und vor Wut in sich hineingelächelt. Und die Bild-Zeitung war einer der ersten, die ihn geschlachtet haben. Und heute: Lobe deinen Gegner, bis er tot ist. Ich weiß noch, ein ganz schöner Satz von Peter, da wurde er gefragt, was er als erstes macht, wenn er Bundespräsident ist. Da hat er gesagt, sich mit der Bild-Zeitung den Arsch wischen. Mein Humor, das konnten viele überhaupt nicht verknusen. Ich ziehe den Hut vor diesem kleinen, großen Mann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir in den letzten Jahren noch mit ihm erleben durften. Fast poetisch. Gucken Sie es mal an. Hier sitze ich gemütlich mit Peter Sodann vor seiner Buchscheune. Vorstellen muss ich diesen großartigen Schauspieler Ihnen doch nicht, oder? Na also, großartige Rollen, wirklich, in großartigen Filmen und Theaterstücken. Sein Lebenswerk war vor allem das Schaffen des neuen Theaters in Halle, die ganze Theaterinsel. Und er war auch jemand, der immer daran geglaubt hat,
dass Bücher Menschen erziehen können. Ja, Bücher einen besseren Menschen aus einem machen können. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch angefangen, Bücher zu sammeln. Also ja, es gab einst in der Deutschen Demokratischen Republik, vor allem in Leipzig, ungefähr, sagen wir mal, 250 bis 270 Verlage. Gibt es ein Lieblingsbuch, wo du sagst, also ich weiß, dass du eine große Affinität zu Kästner hast, Erich Kästner. Ja, aber mein Lieblingsbuch? Ja, sag jetzt bitte nicht die Bibel. Eines. Ja? Ja, also man kann schon mal reingucken. Naja. Steht viel, viel tolles Zeug drin. Das Vaterunser ist doch eigentlich auch ein kommunistisches Gedicht. Wir sind gar nicht so weit entfernt. Wenn man Nein, sagt, überhaupt nicht. Nee. Na Gott, komm, lass uns jetzt diese Diskussion. Nee, aber jetzt, wo es interessant wird, da blockst du nur. Ich blocke nicht. Vaterunser im Himmel, der du bist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und nicht der Wille von diesem Klapskopf, der sich König nennt oder Vorgesetzter oder was weiß ich. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Und im Himmel, wohnt der liebe Gott, wurde mir auch in meiner Kindheit beigebracht. Naja, wenn es dem lieben Gott scheint es doch nicht schlecht zu gehen. Also kannst du auch auf der Erde so sein. Sehr schön, ja. Ja, hier muss herrscht Ordnung. Hier muss du reingehen. Ja. Ja, gut. Ja. Und früh geht das Tor auf und die Schwalben kommen raus. Denn ja, die fühlen sich ja wohl bei dir. Ja, jedes Jahr habe ich ungefähr 12 bis 20 Schwalben. Die bauen hier ihre Nester. Ja. Und da brüten sie aus. Ein Herz für Schwalben. Dann kommen alle hier raus. Man ist auch sofort drinnen, wenn man all diese tollen Bücher sieht. Unterhältst du dich manchmal mit den Schwalben? Ich ja, jeden Morgen, jeden Abend. Ja. Es riecht auch schön. Hier ist gute Luft. Naja. Müssen die alle noch einsortiert werden? Die sind doch gerade erst angekommen. Ja, Wahnsinn. Die sind alle angekommen. Ja, da musst du doch noch anbauen hier dann. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ja. Khrushchev und Kennedy. Aha. Ich erinnere mich, das durften wir hier mal machen. Das war eine ganz schöne Veranstaltung. Mit Walter Niklas. Da hast du den Khrushchev gespielt. Ich durfte den Sprecher machen, der sozusagen das verbunden hat. Ja, und das war aus Briefen, das muss man sich mal überlegen. Ja. Khrushchev und Kennedy waren befreundet über Briefe. Und du hast gesagt, du hast nämlich den Khrushchev gespielt, das weiß ich wie heute, und du hast gesagt, auf die Frage von dem Enkel, wie geht es Opa? Ne? Also wie geht es Khrushchev? Und da hat das Enkelkind gesagt, Opa sitzt oft am Fenster und weint. Ja. Ich habe noch eine Idee, liebe Abonnementen. Schreiben Sie doch gern mal an den Mitteldeutschen Rundfunk, die Hörspielabteilung. Es gibt dort eine hervorragende Dokumentation aufgenommen, ich weiß es nicht genau, vor 5, 6 Jahren. Und das Hörspiel heißt, noch ist nicht aller Tage Abend. Gehen Sie denn richtig auf den Zünder? Ja, es ist ein-, zweimal gelaufen und ich schlage vor, den Peter zu ehren, weil es eben auch ein tolles Hörspiel für den Frieden ist. Das wäre die vornehmste Aufgabe. Schreiben Sie an den Mitteldeutschen Rundfunk, die neue Chefin ist Diana Brandt und ich glaube nicht, dass sie sich dem verwehrt, wenn Sie sozusagen als Zuschauer sagen, wir wollen den Peter ehren, wir wollen nochmal dieses tolle Hörspiel hören, Regie auch Walter Niklaus und... Das wäre die beste Ehrung. Und ehrten ihn, indem sie sich selber nützen. Für den Frieden, für den Peter. Das war nämlich seine Lebensgrundhaltung. Seit 1990 sammelt Peter hier alle Ausgaben, die in DDR-Verlagen erschienen sind. Und irgendwie mutet es komisch an, dass in den Bananenkisten des Westens das Wissen des Ostens schlummert. Das ist der Dietz Verlag, das damit. Aber die müssen ja nun, die sind ja bloß hier drin, die müssen ja noch sortiert werden. Da gibt es aber jemanden, der das auch fachkundig kann? Nein. Das macht ihr als Autodidakten und sagt dann, das gehört, ja? Nein, das weiß man doch. Na, ich wüsste es nicht.
Also von der ersten Auflage 2, habe ich doch gesagt, von jeder weiteren Auflage 1. Naja, jetzt wurde Schluss sagen, aus. Ja. Naja, aber Bibliothek. Und das andere kommt ins Antiquariat, das andere, was übrig ist. Und die kann man wieder verkaufen. Ja, also die, meinst, du verkaufst doch Bücher? Jeden Tag vielleicht so 10, 20 und mehr. Also mit anderen Worten, die Leute kommen hierher, geben dir Bücher ab und du verkaufst, wenn du die sortiert und gesichtet hast und wirklich einen Blick drauf geworfen, verkaufst die wieder und machst das sozusagen, damit du hier weiterkommst mit deiner Bibliothek. Wenn man das so will, ich habe ja kein Geld. Ja, ich exportiere bis nach Guatemala oder hinter Putzeldüben. Aber ich verstehe das nochmal richtig. Welt. Die Eltern geben die Bücher ab, schmeißen sie weg und die Kinder, die kaufen dann bei mir eins. Aber es wird ja mehr. Hier liegen sie rum, die Van Goghs. Ja. Ist doch auch toll. Richtig so. Ja, jeder konnte sich ja in der DDR nicht in Van Gogh leisten. Und da hat man die dann so, ne, Repliken gemacht, dann hat man sie eingerahmt. Ist doch großartig. Hier, gucke. Also. Und wenn mal wertvolles Wissen nicht zwischen die Buchklappen der DDR gepasst hat, dann hat Peters einfach an die Wand geschrieben. Und der da hinten, der von Heinrich Heine, der ist schon prima. Ja? Die über Nacht sich umgestellt und sich zu jedem Staat bekennen, das sind die Praktiker der Welt. Man könnte sie auch Lumpen nennen. Sehr gut. Eine Weisheit, die an ihrer Aktualität nichts verloren hat. Zwischen Büchern, Lampen und Schwalben ruht ein ganzer Staat in Bananenkisten. Herrlich. Und er hat auch diese Bücher, die 3 Millionen in Staucha, die dort eine Heimat gefunden haben, gesammelt, weil er gesagt hat, ich nehme euch dieses Gewissen, auf Deutsch gesagt, ab. Man kann nicht Bücher wegschmeißen. Wer Bücher wegschmeißt oder verbrennt, wird irgendwann auch Menschen umbringen. Ja. Und er war ein Anwalt, ein wirklicher Vertreter der kleinen Leute. Klein im Sinne von die Arbeiterschaft, die Bauern, die nicht so viel Gehör fanden. Er hat den Beruf des Werkzeugmachers gelernt, war sogar Spitzendreher. Und das war nicht nur eine Tätigkeit, sondern sein ganzes Leben war er ein Spitzendreher. Ohne ihn hätte es zum Beispiel die Kulturinsel in Halle nicht gegeben. Das war seine Idee, ein leerer Kinosaal, den hat er zum Kulturtempel erhoben. Mit Schauspielern, die haben dann tagsüber dort die Wände verputzt und Kabel verlegt. Und dort haben sich die Schauspieler ihre eigene Bühne geschaffen. Und damit ende ich und verneige mich noch einmal. Der Peter war schwierig, aber nie schmierig. Unvergessen. Peter, gute Reise. Ich hätte im Leben nie gedacht, dass es so schnell geht. Das kleine Fernsehkollektiv hat gestoppt, halt die Welt an, stoppt die Zeiger der Uhren, innerhalb von 1,5 Stunden. Das sind 90 Minuten. War der Kremlbrand die limitierte Auflage von 140 Flaschen perdu. Ganz lieben Dank. Ich gratuliere allen, die so eine Flasche ergattert haben mit Waldstaudenroggen. Ein köstliches Getränk. Und hier, damit Sie es auch sehen, wirklich die Nummer 1 reserviert für Macaron. Ich kann Sie aber trösten, wir haben was Neues auf den Markt geworfen. Und zwar haben wir uns einfallen lassen, das war übrigens eine Idee von Steffen Lindner, liebe Grüße in die Lausitz, nach Neukirch. Er hat gesagt, wir müssen auf alte Kartoffelsorten, auf alte Getreidesorten aufmerksam machen, damit die Leute auch merken, was für tolle Nahrungsmittel es hier noch gibt. Und der Steffen hat einen Kartoffelbrand gemacht. Sie wissen ja, man kann Wodka entweder aus Getreide machen oder aus Kartoffeln. Und er hat eine schöne Sorte genommen. Ich habe den gekostet, dieser Kartoffelbrand. Der schmeckt natürlich völlig anders als Waldstaudenroggen. Wenn Sie mich fragen, ich würde sagen Muffscher Keller. Wirklich. Und wenn jemand mal jetzt denkt, also jetzt nicht Keimstopp unbedingt, aber ein schöner Muffscher Keller und rauchig, wie alter
guter Tabak. Ja? Also wenn Sie Fan in dieser Richtung sind, dann bestellen Sie diesen wunderbaren Kremlbrand jetzt. Er ist nicht limitiert, kostet in dem Falle auch nur 45 Euro. Und ich kann nur sagen, mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Alleine, wenn ich dran denke, Muffscher Keller. Ich glaube, in diesem Falle war es sogar die Kartoffelsorte Clara. Ich fahre mit meiner Clara. Da haben wir es wieder. Also Linda war es nie, das weiß ich. Und Laura auch nie. Herrlich. Wunderbar. Kremlbrand. Ja. Learning by drinking. Und ich sage nochmal ganz lieben Dank für Ihre Bestellungen, auch für das Buch Ernst Hirsch. Der hat sich so gefreut. Er hätte niemals geglaubt, wir haben uns ehrlicherweise 10 Stück dann hingelegt und Sie haben über 100 bestellt. Danke, danke. Und diesem wunderbaren, weisen Mann kommt es zugute. Und liebe Abonnementen, wir bitten noch um etwas Geduld. Die Auslieferung wird sich etwas verzögern. Das hat damit zu tun, weil wir eben nicht viel Zeit haben. Wir kommen nie hinterher. Wir sagen so, wie es ist. Wir schwindeln nie. Das werden Sie hier nicht erleben. Es kommt auf Sie zu. Wir suchen Sie heim mit Kremlbrand und dem schönen Buch von Ernst Hirsch. Ich signiere die Bücher, die ich 2017 mit meinen Lebenserinnerungen und beruflichen Erinnerungen verfasst habe. Es ist mit sehr vielen Bildern ausgestattet, mit großformatigen Bildern, mit Dresdner Erinnerungen und auch vielen persönlichen Erinnerungen. Das ist zum Beispiel die Aufnahme, die wir auch in der aktuellen Kamera 139 da verwendet haben. Die Situation um das Dresdner Hygienemuseum und die damalige Johann-Georgen-Allee. So, jetzt muss ich aber weitermachen. Das ist fertig und es geht weiter. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Sie wissen ja, das Motto der aktuellen Kamera, wir werden schon machen, dass nicht wird. Apropos, der Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks hat die Segel gestrichen. Herrlich. Gute Reise. Er war einfach nicht tragbar hier für uns. Er hat mit uns nichts zu tun. Herr Brinkbäumer. Bringt aber seine wertvolle Erfahrung weiterhin mit ein in Sendungen und hat natürlich auch in Amerika, naja, sonst wäre es ja gar nicht gegangen. Hätte er es in Russland gemacht, wäre er kremlbrandfest. Los geht's in eine neue Zeit. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. Gemeinsamkeit. Ja.